Hallo Internet und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Ich habe euch etwas ganz Besonderes mitzuteilen, denn wie ihr im Titel schon lesen könnt, es kommt die Glasfaser für Dülmen Süd, also auch mein Wohngebiet hier. Das bedeutet ungefähr jenseits der Bahnschiene. Eine genaue Topologie, also welches Gebiet genau davon betroffen ist, mit dem Ausbau habe ich noch nicht erhalten. Was ich sagen kann ist, dass ich Teil der Nachfragebündelung bin. Was bedeutet das Ganze jetzt für euch? Es ist ganz einfach. Sobald ich die 40% erreiche, beziehungsweise die Nachfragebündelung, die 40% erreicht, bekomme ich Glasfaser. Das Ganze läuft über die deutsche Glasfaser ab. Wichtig hierbei ist natürlich noch zu beachten, dass die Leute dafür einen wirklichen Vertrag abschließen müssen, wenn die das Ganze buchen wollen. Heißt, es bringt nicht zu sagen, hier, ich habe Interesse, das bringt rein gar nichts. Die Leute müssen wirklich einen Vertrag mit der deutschen Glasfaser eingehen, damit es zum Vertragsabschluss kommen kann. Dennoch halte ich es natürlich für sinnvoll. Unser Gebiet ist folgendermaßen erschlossen. Wir haben nämlich bis zum Bruchweg 100 Mbit mit Vectoring. Was alles danach kommt, ist nur noch mit 50 Mbit ausgebaut, sprich VDSL, aber ohne Zugriff auf Vectoring. Wir liegen auf Vectoring-Ports auf, nur können dies leider nicht buchen. Dies wird uns verwehrt, was an sich relativ schade ist, aber das lässt sich leider nicht verhindern. Natürlich in Zukunft sollen auch noch Techniken wie Super Vectoring kommen, die können natürlich durchaus helfen. Genaueres kann man da natürlich nicht sagen, wann die kommen und wie zukunftssicher die natürlich sind. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt die Glasfaser tatsächlich bis ins Haus bekommen können. Für die, die neu auf dieses Video gestoßen sind, welchen Vorteil das für dich hat, ist es ganz logisch. Du hast eine Wertimmobiliensteigerung und das enorm. Glasfaseranschlüsse steigern den Wert einer Immobilie, weil es für die Leute heutzutage einfach wichtig ist, gerade für die jungen Leute, wenn die ein Haus kaufen oder mieten wollen, da ist ein Glasfaseranschluss eine echt wichtige Entscheidung. Und folgendes auch noch, die ISDN-Anschlüsse, sprich alle älteren Telefonanschlüsse, werden ab 2018 komplett abgestellt, beziehungsweise bis Ende 2018. Dann muss man über VoIP telefonieren. Klar, das geht über die Kupferleitung, geht aber natürlich auf Kosten des Internets. Man kann das Ganze auch über die Glasfaser machen. Vorteil natürlich auch bei der Glasfaser, Download und Upload ist gleich hoch. Also unfassbar schnelles Netz. Und für die ganzen Gamer unter euch ist das natürlich auch interessant. Denn der Ping bei Glasfaseranschlüssen direkt bis ins Haus ist natürlich unfassbar gut. Also man ist da in der Regel meistens immer unter 10 Millisekunden. Ich finde es ganz logisch, dass nun auch Dülmen Süd erschlossen wird. Schließlich haben wir nun schon das Gewerbegebiet nebenan, welches bereits mit Glasfaser von der deutschen Glasfaser erschlossen wurde. Nun ist es nur fair, dass auch das Wohngebiet drankommt, was ich von der deutschen Glasfaser wirklich super finde. Ich meine, ich habe lang genug drum gebettelt. Ich habe die persönlich angeschrieben, ich habe die Stadt Dülmen angeschrieben. Die haben irgendwann jetzt anscheinend reagiert. Haben mich damals auch abgespeist mit einer freundlichen Nachricht. Oh danke, du hast uns die Wichtigkeit aufgezeigt, aber anscheinend scheint es jetzt ja funktioniert zu haben. Und die Glasfaser kommt nach Dülmen Süd. Ich kann nur hoffen, dass wir wirklich auf die 40% kommen. Denn wenn das klappt, habe ich einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Ihr könnt euch auf neue Videos zu dem Thema freuen. Und ich freue mich natürlich dann auch über meinen zukunftssicheren, neuen, schnellen Internetanschluss. Denn meine Mutter meinte auch, wir haben jetzt die 50 Mbit. Topske, warum sollen wir denn noch weitergehen? Habe ich erstmal gezeigt, die Leitungskapazität in unserer Fritzbox. Es ist einfach klar, die Kupfer ist irgendwann an ihrem Ende und dann geht es nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen irgendwann die Glasfaser ausbauen. Die Glasfaser muss für Internet so oder so irgendwann gelegt werden. Und ob wir das nun heute machen oder in 7 Jahren, wo ist da der Unterschied? NRW hat ja versprochen, bis 2025 Glasfaser in jeden Haushalt zu bringen und diese scheint nun das Versprechen teilweise erfüllen zu wollen. In Kreis Coesfeld zum Beispiel ist die Glasfaser bereits sehr gut ausgebaut. Damals durch Bornet in Haus Dülmen zum Beispiel, durch die deutsche Glasfaser in Meerfeld, in Haus Dülmen, in Rorup teilweise bauen die schon aus, das ist durch Münet. Deutsche Glasfaser ist auch noch in Buldern vertreten, in Senden vertreten durch Helinet. Das sind ja so ganz viele einzelne Firmen, die mittlerweile alle zur deutschen Glasfaser migrieren. Was ich persönlich super finde. Ich habe nur noch einen Kritikpunkt an der deutschen Glasfaser und das ist, dass die Nachfragebündelung einfach so gestartet ist. Die Unterlagen kamen einfach so per Post und keiner wusste, was wirklich Sache war. Nicht mal ich war informiert und wusste nicht, hey, die Post ist jetzt da, aber was soll ich damit machen? Es stand nirgendwo in der Zeitung. Es gab vorher keinerlei Informationen, ob eine Nachfragebündelung vielleicht starten könnte. Die ist einfach so gestartet und das ist ein absolutes Fehlverhalten. Man muss die Leute vorher informieren, bevor die Nachfragebündelung startet, damit auch mehr Leute mitmachen und auf diesen Zug aufspringen. Denn ich denke, dass die meisten Leute die Unterlagen nun schon lange beiseite gelegt haben und das ist einfach schade, das soll so nicht sein.
Deswegen hoffe ich sehr, dass das mit den 40% trotzdem noch klappt. Infoabende, Infostände und so weiter findet ihr alles in der Videobeschreibung. Bei dem am Dienstag werde ich leider nicht dabei sein. Wenn das Video online geht, war der wahrscheinlich auch schon, weil heute ist Montag, der 6.11. Morgen ist der erste Infoabend. Aber es gibt zwischendurch immer wieder Infostände. Vielleicht trifft man sich ja auch mal dort. Es würde mich sehr freuen, wenn wirklich viele Leute dahin gehen und sich beraten lassen. Denn es ist wirklich wichtig, dass das mit der Glasfaser passiert. Hier sind ungefähr 5000 Einwohner oder 5000 Haushalte in dem Gebiet, jetzt geschätzt von mir. Das heißt, für diese 40% müssen um die 2000 Leute zustimmen. Und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und das wird nicht einfach zu erreichen. Deswegen kann ich an jeden von euch nur appellieren, denkt darüber nach, es ist eine sinnvolle Sache und diese 40% können wir schaffen. Wir können die Glasfaser in unsere Häuser bringen und das ist wirklich eine Chance, die müssen wir nutzen. Und ganz ehrlich, so viel teurer als von der Telekom sind die Tarife nun auch nicht. Ich würde sagen, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Leute, macht euch noch einen schönen Tag und tschüss Internet.